Heute möchte ich mit euch eine Thematik besprechen, die in den letzten Tagen sehr häufig besprochen wurde oder wo sehr viele Leute sehr häufig was zu gefragt haben und wo ich mir so ein bisschen den Mund dran fusselig geredet habe. Das Gute ist, dass immer wenn das passiert, ich irgendwann in meinem Kopf die Formulierung einfach fertig habe, weil ich so vielen Leuten versucht habe, Thematiken zu erklären und Zusammenhänge zu erklären, dass ich irgendwann gute Möglichkeiten habe, das einfach zu erklären, weil ich einfache Beispiele finde. Aber vor allem auch, weil es einfach die Möglichkeit gibt, alles, was eventuell als Überlegung damit einfließt, schon mit eingeflossen ist. Das heißt, ich kann euch einen fertigen Ball an Überlegungen geben. Ja? Das hier wird deutlich mehr als das. Das hier wird das Video, ich glaube, was am meisten Aufschluss über alles gibt, was ich jemals gemacht habe. Also ich glaube, es wird das Video mit dem größten Informationsgehalt, den ich je in ein Video verpackt habe. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wie lange der Stream heute wird. Das kann lange werden. Das kommt darauf an, wie ich im Flow bin, wie ich durchkomme. Ich möchte nur, dass ihr wisst, viele der Thematiken, die wir heute besprechen, beruhen auf derzeitigen Situationen und auf dem, was möglicherweise in Zukunft kommen kann. Ihr werdet aber sehen, dass nichts davon abwegig ist und nach derzeitigem Kenntnisstand absolut logisch und rational die einzige Möglichkeit abbilden, die derzeit zur Überlegung, zur Debatte steht. Ja? Das ist ganz wichtig zu wissen vorab, damit man nämlich auch immer noch Möglichkeiten zur Überlegung lässt, das, was ich heute sage, vielleicht anzugreifen. Ja? Weil ich möchte hier kein Urteil fällen und sagen, so, das ist jetzt allgemein gültig und jetzt darf keiner mehr was sagen. Aber ich möchte euch Informationen mitgeben, die euch vielleicht ein bisschen erhellen und euch Möglichkeiten geben, zu erkennen, was die Zukunft für uns bringt in diesem Space. Wir fangen an mit der Thematik, die jetzt aufgekommen ist, nachdem ich Cardano Ambassador geworden bin. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Ethereum-Video. In diesem Video habe ich euch erklärt, dass Ethereum 2.0 mit dem Umstieg von Proof of Work auf Proof of Stake weak wird. Das wird später nochmal wichtig, weil da wollen wir auf einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt noch drauf eingehen. Ja? Ist es so, dass Cardano, wenn es kommt, ein Delegated Proof of Stake wird. Ja, ich nehme meine Coins und stelle sie Nodes zur Verfügung, von denen ich letzten Endes einen Anteil an Fee bekomme und dafür werde ich bezahlt. Und die Node wird häufiger als die Node ausgewählt, die den nächsten Block findet und anhängt und damit gewinnt die Node und ich und wir sind alle glücklich. Und dadurch, dass ich delegieren kann, bin ich als der Stakeholder in der Macht zu bestimmen, wer den Konsensus bzw. das mehr oder weniger die Chain bildet in diesem Netzwerk. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil ich jetzt über Cardano spreche und gestern auch gesagt habe, ich freue mich auf das, was Cardano macht. Und viele sagen, wie kannst du dich darauf freuen, wenn du bei Ethereum quasi Proof of Stake noch kritisiert hast. Man muss wissen, Proof of Stake ist der eine Punkt. Das heißt, ich habe einen Stake, muss eine Node betreiben und die hat dann Entscheidungsgewalt. Bei Cardano wird es ja ein Delegated Proof of Stake. Das heißt, ich kann zwar auch meine Node mit meinem eigenen Stake betreiben, aber ich kann auch davon profitieren, dass andere mir ihr Stimmrecht im Netzwerk geben, wenn man so möchte. Ja? Thank you.
Und rein theoretisch ist ein Delegated Proof of Stake noch schwächer als ein Proof of Stake. Rein theoretisch. Man muss dazu sagen, und so weit möchte ich heute gar nicht gehen, Cardano bringt hier noch sehr interessante Punkte. Es wird kein einfaches Delegated Proof of Stake. Wie dem auch sei, da möchte ich heute nicht drauf rumreiten. Ich möchte euch das hier zeigen, noch einmal, um etwas zu verdeutlichen. Binance, Huobi und Poloniex, wovon Binance heute behauptet, sie hätten nicht gewusst, was passiert, haben die Steam Blockchain übernommen. Steam, ein Projekt, ich denke, die meisten von euch kennen es, Steemit, ist so die größte dezentrale Social Media Plattform. Diese Plattform war ein Delegated Proof of Stake. Das bedeutet, wenn du Coins hast, kannst du über die Zukunft und die Regeln in diesem Netzwerk abstimmen. Ja. Und das große Problem war, dass in diesem Fall hier diese drei Exchanges extrem viele Coins ihrer Benutzer, ihrer User hatten. Also immer wenn ihr einen Coin kauft, weil ihr sagt, vielleicht verkaufe ich den mal, weil der viel wert ist und ich hodel den auf einer Exchange, womit wir auch bei dem Thema wären, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte, weil wir geben diesen Plattformen damit die Macht. In dem Moment haben sie die Macht über eure Coins. Jetzt könnte man sagen, okay, wie verhindern wir, dass die Exchanges mit unseren Coins unter Umständen eine 51% Attacke auf das Netzwerk machen? Das war nämlich hier quasi der Fall. Die hatten von den abgegebenen Stimmen, hatten sie die größten Anteile und konnten deswegen ihr Vorhaben durchsetzen. Ja? Also nicht insgesamt, vom gesamten Netzwerk hatten sie die meisten Coins, sondern von denen, die gevotet haben, hatten sie die meisten Coins. Man könnte zum Beispiel einen Hindernispunkt setzen. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, wenn du die Coins der User benutzt, um deine Stimme abzugeben, dann werden die Coins gelockt. Zum Beispiel, und ich glaube, bei Steam ist es sogar so, für 2 Monate. Das bedeutet, das ist ein sehr gefährlicher Move, den die da machen. Die locken die Coins und dann für 2 Monate dürfen die nicht wieder aus dem Smart Contract rausnehmen, der gevotet hat. Das bedeutet, wenn jetzt die Leute hingegangen wären und gesagt hätten, wir wollen alle unsere Steam-Coins bei Binance auszahlen, wäre das nicht gegangen. Binance hätte sagen müssen, können wir nicht. Wir kommen an die Coins nicht ran, die sind gelockt. Und trotz dieses Sicherheitsmechanismus hat Binance das gemacht und Huobi und Poloniex. Das heißt, es war denen egal. Noch viel besser ist ja, dass sie jetzt das Regelwerk neu definieren. Das heißt, sie können in der neuen Chain einfach oder in dem neuen Regelwerk einfach definieren, jetzt werden die Coins nicht mehr gelockt. Sie haben ja das Stimmrecht. Wir merken, Delegated Proof of Stake hat viele Sicherheitsmechanismen. Sicherheitsmechanismen, wie in diesem Fall die Möglichkeit, Coins zu locken und damit es zu erschweren, dass jemand, der viele Coins hält, diese missbraucht. Dennoch passiert das und wir sehen es an diesem Beispiel. Die Steam-Community ist seitdem extrem gespalten. Steam gehört jetzt Tron und die Steam-Community will sich von dem Netzwerk trennen und macht ein neues Netzwerk, das nennt sich Hive. Aus dem Grunde, also die forken die alte Chain, den alten Stand und machen als Community-Projekt weiter. Dennoch ist das Ding, was groß ist, was jeder kennt und was jeder nutzt. Und das ist einfach mal ebenso von 3 Exchanges übernommen worden. Kommen wir auf Ethereum 2.0. Und warum ich
dieses Video gemacht habe. Weil auch das hat für viel Kontroverse gesorgt. Die Leute sagen jetzt immer, Roman, warum findest du Ethereum doof, aber Cardano gut? Das habe ich so nie gesagt. Ich habe auch nie gesagt, dass Ethereum doof ist. Ich sagte eins. Ich sagte, Ethereum wird mit dem Umstieg von Proof of Work auf Proof of Stake nicht mehr so ein stabiler Layer sein, wie es vorher war. Der Grund ist Proof of Stake. Der Besitzer der Coins hat die meiste Macht. Zwar könnte Binance jetzt nicht einfach sagen, ich stimme mit den Coins ab, Binance könnte aber Nodes betreiben mit den Coins der Usern. Und wäre in dem Moment, wo sie die Nodes betreiben, in der Lage, den Usern einmal den Staking Reward auszuzahlen. Das ist natürlich für die User super, die sagen, ach, schau mal, ich brauche nicht meine eigene Node betreiben. Ich lege meine Coins einfach bei Binance hin, die betreiben eine Node für mich, ich kriege den Staking Reward. Vergessen aber dabei, dass Binance in dem Moment die Kontrolle der Node hat und die Kontrolle über das Ethereum-Netzwerk. Das ist, was ich kritisiere. Ethereum geht von einem stabilen Proof of Work hin zu einem weak, zu einem schwachen Proof of Stake. Das hat aber nichts damit zu tun, wie groß Ethereum wird und benutzt wird. Ethereum macht das ja aus einem Grund. Sie müssen skalieren können und sie können mit Proof of Work nicht skalieren. Weil Proof of Work ist stabil, aber skaliert nicht. Sie müssen skalieren. EOS skaliert, NEO skaliert, Tron skaliert, Cardano skaliert, IOTA skaliert, alle skalieren. Ethereum nicht. Die skalieren einfach nicht. Die sind wie Bitcoin ein sehr langsames Netzwerk. Und wenn sie bei einem Smart Contract Wettkampf mithalten wollen, meinen sie, sie müssen skalieren. Sie geben dafür Sicherheit auf, gewinnen dafür Geschwindigkeit. Den meisten reicht diese Sicherheit, die das Proof of Stake mit sich bringt. Es ist dennoch nicht so sicher wie das Proof of Work. Hier mal ein interessanter Sidekick an dieser Stelle. Afri ist einer der Core-Developer von Ethereum Classic. Ethereum Classic, und das auch nochmal als ganz, ganz wichtiger Punkt, war eine Abspaltung von Ethereum. Das ursprüngliche Ethereum hatte etwas, eine dezentrale Organisation am Laufen. Ein sogenannter DAO. Eine dezentrale autonome Organisation. Und dort gab es einen Hack. Und das hat dafür gesorgt, dass man gesagt hat, wow, der Hacker hat jetzt, ich glaube, das waren damals irgendwie 22 Millionen oder so, ergattert. Da war Ethereum noch relativ klein. Da hat man sich mit dem Netzwerk geeinigt, darauf zu sagen, nö, wir machen jetzt einen Rollback der Chain. Die Leute kriegen ihre 22 Millionen wieder. Der Hacker hat diese Coins auf der kaputten Chain, die wir jetzt nicht mehr nutzen, und fertig. Und viele haben gesagt, nein, das darf nicht sein, Code is Law. Aus dieser Sache hat sich Ethereum Classic entwickelt. Und da muss man einfach verstehen, dass Ethereum Classic nicht schlecht ist und auch nicht in Ethereum dieser Bug war. Dieser Bug war in dem Smart Contract, der geschrieben wurde. Er ist Core Developer von Ethereum Classic, ETC. Und die haben es jetzt geschafft, Leute. Am 1. Juni haben sie es geschafft und haben mit dem Hardfork, der dann stattgefunden hat, haben sie es geschafft, dass Ethereum Classic 100% kompatibel mit Ethereum ist. 100%. Bedeutet, alle, die sagen, Ethereum ist entwickelt worden und kann Funktionen, die einfach Ethereum Classic nicht kann. Non-Fungible Tokens, CryptoKitties. Das sind alles Funktionen, die gekommen sind, nachdem sich Ethereum abgespalten hat, Ethereum Classic abgespalten hat. Thank you.
mit anderen Worten, Ethereum Classic mag vielleicht mit Proof of Work dieses Code of Law Dingen machen, aber wow, was hat das denn auf der Hacken? Nix, oder? Die können doch gar nicht diesen Funktionsumfang, den Ethereum kann. Können sie jetzt schon. Können sie jetzt schon. Wenn es darum geht, 20 Milliarden Dollar aus einem Smart Contract zu holen, dann will ich die sicherste Chain haben, weil das viel Geld ist. Vielleicht, ich sag nicht, dass es so kommt. Ich sag, das ist eine Gefahr. Vielleicht reicht diese Chain dann nicht mehr aus. Proof of Stake. Weil vielleicht der Incentive für die Kollegen hier groß genug ist, bei 20 Milliarden das Netzwerk zu übernehmen. Wer weiß. Wer weiß, was um was für Werte es da immer geht. Wenn die in der Lage sind, vielleicht 100 Smart Contracts mit jeweils 20 Milliarden Dollar auszunutzen, dann gehen sie vielleicht sogar ein, dass sie Ethereum zerstören, um den Coup des Lebens zu fahren. Nur als Theorie. Ich sage nicht, dass es so kommt. Ich möchte euch mal Möglichkeiten geben. Und ich möchte euch sagen, was möglich ist, wenn etwas möglich ist, dann besteht die Gefahr, dass das passiert. Und wir sehen es an Steam. Es hat das Netzwerk nicht zerstört. Es hat das ein bisschen gesplittet. Aber die haben es übernommen. Ohne die Rechnung zu bekommen, hier ist Ende. Ohne gesagt zu bekommen, das kriegt ihr jetzt, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das machen wir nicht mit. Wir verlassen Steam die Plattform. Nein, das passiert nicht. Das wird genauso viel genutzt wie vorher auch. Das heißt, die haben wahrscheinlich nicht mal eine Angst, sowas auszunutzen und ein Ethereum auszunutzen oder so. Was machen die Miner, die übrig bleiben, wenn Ethereum auf Proof of Stake geht? Was ist mit der ganzen Mining-Hardware, die spezialisiert auf Ethereum ist? Jemand eine Idee, wo die hingehen würden? Genau, nach Ethereum Classic. Und das Krasse ist, wahrscheinlich die ganz richtig oberkrassen Smart Contracts, wo es um wirklich viel Geld geht, die wirklich viel Sicherheit brauchen, gehen wahrscheinlich mit. Der Mining-Incentive ist wahrscheinlich da. Unterschätzt Ethereum Classic nicht. Ich habe euch von Barry Silbert letztens erzählt, im Zug mit Horizon und was da nicht alles passiert. Barry Silbert ist ein großer Freund von Ethereum Classic. Nur mal so zur Information dran. Wir haben noch einen weiteren Punkt. Weil wir wollen doch herausfinden, welches dieser Projekte ist denn jetzt das Beste? Und ganz kurz zur Info, auch hier steht es nochmal, ja, Ethereum Classic and Ethereum Reach Protocol Parity. Ja? Protokoll Gleichstand. Ganz wichtig. Hier ebenfalls. Ja? Große Infos waren das. Kein kleiner Scheiß. Wir reden aber von Adoption. Wir wollen wissen, welches Projekt wird das nächste große. Wie sollen wir das herausfinden? Wir können das herausfinden, indem wir erstmal schauen, ja, was passiert denn jetzt? Es gibt Seiten wie PulseDefi, die brauche ich euch jetzt nicht mal zeigen, weil die relativ egal sind. Die zeigen nämlich derzeit, Ethereum ist der Base Layer für Smart Contracts, der momentan am meisten genutzt wird. Also, wenn ich jetzt ganz rational sagen würde, welches dieser Projekte wird das größte in Zukunft, würde ich sagen Ethereum. Ethereum, weil für die meisten Smart Contracts reicht die Sicherheit. Ethereum hat die Adoption. Tether ist auf fast allen diesen Plattformen vertreten. Tether gibt es auf Tron, auf Liquid, von Bitcoin. Tether gibt es überall. Das Tether auf Ethereum wird am meisten verwendet. Ja. Ethereum hat die Adoption. Es gibt natürlich auch große Gefahr, was passiert, wenn sie den Umstieg nicht sauber gewährleistet bekommen. Was passiert, wenn wirklich ein paar große Player das Netzwerk ausnutzen und übernehmen. Thank you.
Und sie müssen es ja nicht mehr tun. Es geht um die Möglichkeit, dass sie es tun könnten. Darum geht es. Die Möglichkeit ist gegeben. Und die ist bei Proof of Work nicht gegeben. Egal, was irgendwer behauptet, sie ist nicht gegeben. Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Wenn wir von Adoption sprechen, dann sage ich euch jetzt, im Moment ist Ethereum das, was am meisten adoptiert ist. Aber ist das wirklich Aussage genug, um zu sagen, Ethereum wird das Große bleiben? Mal abgesehen von der Gefahr, dass Ethereum beim Umstieg sich unter Umständen wirklich das Konstrukt kaputt macht. Holger, mit dem ich letztens das Video hatte, Data is Beautiful, hatte ja heute mal einen sehr interessanten Chart gepostet. Wir hatten ein Flippening. Wir hatten ein Flippening damals schon mal. Ich glaube, im Juli 2018 gab es das für ein paar Tage, das Flippening. Aber im Moment ist es seit ein paar Tagen so, ich mache mal kurz mein eigenes Bild aus, damit man sieht. Seit ein paar Tagen ist es so hier. Dass Ethereum mehr Transaktionskosten gefressen hat als Bitcoin. Jetzt könnte man meinen, okay. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Weil die Ethereum-Transaktionsgebühren sind natürlich deutlich geringer als die von Bitcoin. Das heißt, die Anwendungsvielfalt auf Ethereum ist gewaltig. Naja, und dann habe ich heute mit Holger darüber geschrieben und habe ihn gefragt, hey Holger, dann erzähl mir doch mal, welche Projekte haben denn das Flippening verursacht? Platz 1, Tether. Klar. Tether ist groß, Tether ist überall. Platz 2, MMM. Ein Proofed Scam Projekt. Also nicht von mir proofed oder so, sondern wirklich ist bekannt als Schneeballsystem, als Scam, als Betrug. Das ist das zweitmeist genutzte Ethereum Produkt. Zumindest was die Transaktionskosten angeht. Das Adoption? Das hier könnte für Ethereum-Adoption stehen. Aber wenn du dann erfährst, dass dieses Flippening hier passiert, weil Ethereum zu großen Teilen derzeit von einem Scam benutzt wird, dann ist das keine Adoption. Okay, also es ist noch alles offen, oder? Das verrät es uns doch, ne? Jetzt kriegen wir noch einen Game-Changer. IOTA. Smart Contracts. Color Tokens. Mächtig. Einfach nur mächtig. IOTA hat einen großen Nachteil und darüber habe ich in meinem letzten Video gesprochen. IOTA wird keine Transaktionshistorie speichern. Die braucht man nicht unbedingt. Ja, sehe ich genauso. Es reicht der Ledger State unter Umständen. Aber auch bei IOTA könnte es irgendwann mal, und das ist auch etwas, was vielleicht in dem letzten Video nicht richtig transportiert wurde. Aber irgendwann mal, wenn das Netzwerk wirklich unter einer hohen, extrem hohen Auslastung ist, kann es dazu führen, dass Transaktionen nicht schnell genug zwischen den Charts verteilt werden. Das heißt, ich habe einen Ledger State, der noch nicht dem gesamten Tangle bekannt ist. Und in dem Moment kann auch ein unwahrscheinlicher Fall, unwahrscheinlicher noch, als dass das hier passiert. Aber es kann passieren. Ich rede hier von Möglichkeiten. Es könnte passieren, dass Teile des Tangles abreißen, wo mein Ledger State drin ist. Und wenn die nie wieder live gehen, warum auch immer. Ich möchte euch jetzt hier mal kurz ein Beispiel geben. Das müsste ich aber eben neu googeln und aufmachen. Sowas hier zum Beispiel. Ich habe jetzt nur irgendeine Seite genommen, es gibt auch zig andere, aber Russland hat mittlerweile das eigene Internet so weit, dass sie es jederzeit abschalten können. Trotzdem ein Riesenproblem, wenn
wir davon reden, dass wir Charts haben, die weltweit verteilt sind, kann das auch sein, dass für mich als Deutscher mein Chart in Russland ist. Wenn mein Ledger State dann abreißt, weil Russland in dem Moment das Internet abschaltet und unter Umständen den State nie wieder zurücklässt, warum auch immer, wer weiß, was kommt. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Hans Mook hat das Beispiel gebracht, ein Asteroid stürzt drauf. Genau, dieses Beispiel können wir nehmen, ja. Aber für mich reicht auch ein realistischeres Beispiel. Russland macht die Internetgrenzen dicht. Oder China. Oder ein anderes Land aus Angst vor Cyberangriffen oder so. Dann ist mein Ledger State weg. Das kann passieren, aber erst, wenn das Projekt ganz weit fortgeschritten ist. Aber ihr seht, die Gefahr wäre dann vielleicht in 20, 30 Jahren bei IOTA zu erwarten. Dennoch hat IOTA auch einen Nachteil zu Ethereum und Cardano, weil beide speichern die Transaktionshistorie. Das tut IOTA nicht. Versteht ihr? Da kristallisiert sich doch schon heraus, dass die Anwendungsbereiche völlig unterschiedlich sind, oder? So aus dem Bauch heraus, mit den Argumenten, die ihr jetzt gehört habt, welches der Projekte macht das Rennen? Welches dieser Projekte ist das Projekt, was die Zukunft definieren wird? Ich kann es euch sagen. Mein Bauchgefühl. Alle drei. Alle drei sind extrem starke Projekte. Und viele andere auch. Ich glaube auch ein Tron ist mittlerweile so groß. Ein EOS, Neo, Ripple, XRP. Ich glaube, diese Projekte sind mittlerweile so groß. Dass die nicht so einfach verschwinden. Ich glaube, diese Projekte werden eher noch viel größer werden. Und ich glaube, wir werden eine Vermaschung haben. Wir haben aber ein Problem. Was bringen uns viele große Projekte, die solchen Gefahren hier ausgesetzt sind? Und jetzt kommen wir auf den Punkt, diesen Punkt, mit Ethereum Classic und noch ein paar anderen interessanten Hinweisen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, warum Rechenleistung keine Verschwendung ist bei einem DLT und keine Umweltverschmutzung ist. Dieses Beispiel möchte ich euch wie folgt erklären. Ihr seid Hausbesitzer und habt einen relativ großen Garten. Okay? In diesem Garten habt ihr einen Schuppen stehen, einen Holzschuppen. Und in diesem Holzschuppen habt ihr einen Rasenmäher. So ein ganz össeliges altes Ding vom Sperrmüll, ja. Aber ihr braucht diesen Rasenmäher, ja. Ihr habt gerade keinen anderen und zwischendurch wollt ihr euren Rasenmäher. Ja? Also dieser Rasenmäher, der ist so zum Schieben, den stellt ihr in diesen Schuppen rein. Ja? Ist nicht so wild, wenn der geklaut wird, ja, ist nicht so schlimm. Ihr lasst die Tür offen, alles gut. Jetzt sagt ihr euch, boah, nee. Ich brauche noch eine Motorsense. Ich brauche irgendwie was, womit ich das dicke Gestrüpp wegkriege. Das geht nicht mit diesem Schiebrasenmäher. Keine Chance. Motorsense gekauft, teures Produkt, 2000 Euro, steht jetzt in eurer Holzhütte, die nicht abgeschlossen ist. Ihr denkt euch von wegen, ja, dass sich hier mein Nachbar das Ding heimlich leiht. Oder noch viel schlimmer, irgendwer kommt und das Ding klaut. Auf gar keinen Fall. Ich hole jetzt ein Vorhängeschloss. Ihr holt ein 20 Euro Vorhängeschloss für eure Hütte. Euer Nachbar hat gar keine Hütte. Und euer Nachbar hat sich einen teuren Rasensprinkler geholt und sagt, hey, pass mal auf, wenn ich dir 5 Euro gebe, darf ich dann ein Jahr lang meinen Sprinkler bei dir in deine sichere Hütte mit deinem Schloss hängen, reinstellen oder hängen oder wie auch immer? Und ihr sagt, ja, klar, macht das. Und jetzt kommen immer mehr Nachbarn und wollen ihre Sachen bei euch drin lagern. Und wisst ihr, was ihr irgendwann merkt? Ihr kriegt die ganze Zeit Geld, ihr kriegt im Monat auf einmal 1000 Euro, aber die Produkte, die da sind, sind nur mit einem 20 Euro Vorhängeschloss geschützt. Ihr denkt euch, boah, wartet mal.
Von wegen. Von wegen. Das wäre super gefährlich. Also wenn da jetzt wirklich irgendwer hingeht und das einmal knackt, dann sind meine Einnahmen von 1000 Euro im Monat von heute auf morgen weg. Ihr sagt, boah, von den 1000 Euro nehme ich jetzt jeden Monat Geld und baue vielleicht die Sicherheit meiner Hütte aus. Nach ein paar Jahren habt ihr einen Bunker in eurem Garten stehen. Sichert Vermögenswerte eurer Nachbarn und viele andere Dinge. Warum ist die erhöhte Sicherheit so gut? Wer definiert, dass jetzt durch statt einer Holzwand, einer Steinwand, jemand schlechter drankommt? Ich sag euch was. Wir verlassen jetzt, und das ist ganz wichtig, das ist, jetzt kommt die Quintessenz dieses Videos, okay? Wir verlassen jetzt den Raum der IT. Wir verlassen den Bereich der Informationstechnologie und wir kommen zu unseren Grundgesetzen. Unseren physikalischen Grundgesetzen. Wir reden von Energieerhaltungsgesetz. Ich werde euch dieses Gesetz einmal zeigen. Wir reden zuallererst von innerer Energie und dem thermodynamischen Umwandlungsprozess. Und zwar, ihr nehmt Energie und baut daraus eine Hütte. Versuchen wir mal einfach nur zur Veranschaulichung für Energie ein Beispiel zu finden, einen Wert. Nennen wir ihn Energie und geben ihm einfach eine Zahl. Die Holzhütte ist Energie 3. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, was leichter vielleicht ist. Kennt ihr diese kleinen billigen Safes für zu Hause? So ein Safe einfach, wo man Wertgegenstände reintut. Also diese Safes kriegst du mit so einem ganz normalen Schraubendreher aufgehebelt. Ja? Dieser Safe in der Entwicklung, und da müsst ihr überlegen, da wird ja nicht entwickelt, damit ein Safe da steht, sondern wird entwickelt, damit Tausende da raus produziert werden. Die Entwicklung des Safes, das Schürfen der Materialien, das Eisen oder Aluminium oder woraus er auch immer ist, das Verarbeiten dieser Materialien, der Transport, ist alles Energie. Und warum diese Energie nicht verloren geht, liegt hieran, an dem Energiehaltungsgesetz. Die Energieerhaltung sorgt dafür, und das sieht man hier, der Energieerhaltungssatz drückt die Erfahrungstatsache aus, dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist. Der kleine Safe, Haltungsgröße 3, Energie 3. Dass also die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems sich nicht mit der Zeit ändert. Okay? Der Safe hat Energie 3. 3 ist der Maßstab, den ihr braucht, um diesen Safe zu knacken. Euer Schraubendreher hat Energie 20 mit der Hebelwirkung. Easy, macht ihr das Ding auf damit. Jetzt geht ihr hin und sagt, ja gut, wir brauchen einen stärkeren Safe. Bundesbank, Keller, Safe, solche Türen, solche Scharniere, Energielevel 3 Millionen, 3 Milliarden. Ja? Keiner hindert euch, ihr geht da unten rein mit einem Schweißgerät, alles voll mit Schweißpullen. Jede Pulle hat ein eigenes Energielevel und ihr fangt an zu schweißen, bis ihr 3 Millionen Energie geknackt habt. Und dann ist das Ding auf. Okay? Dieser Safe ist nicht sicher, nicht dauerhaft sicher. Irgendwann habt ihr das Energielevel erreicht, was in die Sicherung dafür geflossen ist. Energie ist allem auf dieser Welt, alles was passiert, zugrunde liegend. Alles. Egal was ihr tut. Jedes Lebewesen besteht aus Energie. Energie ist alles. Wenn ihr jetzt hingehen würdet und sagen würdet, dieser Safe muss aber für immer sicher sein, welche Möglichkeiten habt ihr? Ihr könntet noch eine Selbstschussanlage dahinstellen und ein Minenfeld. Ist alles Energie, ja? In die Produktion dieser Sachen läuft Energie. Aber vielleicht findet man eine Möglichkeit, das alles irgendwie abzuschalten, dann kommst du doch an diesen Safe.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, vielleicht während einer von draußen den Safe aufschweißt, dass du von innen stehst und neue Energie an die Tür führst und neue Metallplatten dran schweißt. Das heißt, draußen schweißt der Energie ab, vor, hinten in dem Tresor schweißt du Energie wieder dran. Ne? Kommt euch das bekannt vor? Welches Netzwerk nutzt Energie zur Sicherung? Wem unterstellt man, der Stromverbrauch sei sinnfrei oder sei eine Umweltverschmutzung? Richtig, dem Bitcoin. Bitcoin ist pure Energie. Bitcoin ist das schmalste Protokoll, das wir haben. Die Leute unterstellen dem Bitcoin deswegen, er sei veraltet. Dabei ist Bitcoin alles, was er sein muss. Bitcoin will nicht skalieren. Bitcoin will sicher sein. Ihr kennt diese Leute, diese Autotuner, die ein Auto auf das absolute Maximum bringen. Golf 2 mit 1500 PS. Wahnsinn, oder? Weltrekord, bam, zack. Ich weiß nicht, ob es der Weltrekord ist, aber ihr kennt das, oder? In einer Kategorie etwas auf dieser Welt auf die Spitze treiben. Bitcoin treibt Sicherheit auf die Spitze. Es gibt nichts auf dieser Welt, was so viel Sicherheit bieten wird wie Bitcoin. Und warum? Weil stetig neue Energie zur Sicherung in das Netzwerk geführt wird. Du willst dieses Netzwerk angreifen, dann brauchst du stetig neue Energie. Es geht nicht anders. Energie ist das sicherste Gut, was wir haben, weil es das Grundgut ist. Und nur mit Energie schaffst du Sicherheit. Jetzt gehst du hin und sagst, wir setzen ganz viel Energie ein, ein intelligentes Protokoll zu bauen, was aufgrund von Verteilung von Coins und hier und da es ermöglicht, dass du viel Energie brauchst, um viele Coins zu bekommen. Arbeitskraft, du gehst arbeiten, verdienst Geld, kaufst Coins damit. Energietransfer, hier, Thermodynamik, ja, innere Energie, thermodynamischer Umwandlungsprozess. Das Problem ist, sie ist einmal reingeflossen. Und das Netzwerk kann damit weak werden, weil keine neue Energie reinfließt. Zur Sicherung. Mit anderen Worten, der Grundlayer für alles, was wir haben, ist Energie. Und Bitcoin hat ein so schmal, wie es nur geht, das schmalste Protokoll im DLT-Space, um die Energie so möglichst rein, wie sie ist, in Sicherung umzuwandeln. Weil wir haben kein Perpetuum mobile auf der Welt. Du kannst es nicht schaffen, einen Kreisel anzudrehen, der unendlich lange dreht und sich selber dauerhaft am Drehen hält. Du hast die Möglichkeit, das vielleicht über 1000 Jahre zu machen. Aber du hast immer eine gewisse Form von Verlust. Weil diese Bewegung, dieser Prozess Energie verschwendet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hingehe und sage, ich baue noch was in dieses Protokoll ein und noch was in das Protokoll ein und noch was in das Protokoll ein, sind das diese Einzelsteps, die Energie verbrauchen. Die Sicherheit kosten. Pure Sicherheit. Bitcoin bringt das auf ein Minimallevel. Es gibt nichts Reineres als Protokoll im DLT-Space als Bitcoin. Bitcoin hat einen Overhead von gerade mal 80 Byte. Der Bitcoin-Header umfasst nur 80 Byte. Der ist so schmal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schmal der ist. Mit anderen Worten, wir werden niemals wieder eine sicherere Technologie haben als Bitcoin, weil Bitcoin pure Energie nimmt und die in Sicherung umwandelt. Wir können versuchen, mit intelligenten Wegen ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Aber wir werden es nie so weit treiben wie Bitcoin. Und wisst ihr auch warum? Weil Bitcoin langsam ist. Weil jetzt kommen wir an eine ganz neue Thematik. Was passiert denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich bin der Miner, der die Hütte sicherer macht. Das bin ja eigentlich ich. Ja, ich mache die Hütte sicherer, wo andere ihre Sachen reinlegen. Und je mehr Sachen drin sind, desto größer ist der Incentive, das Ganze sicherer zu machen. Aber wie könnte das denn jetzt in der Realwelt beim Bitcoin aussehen? Wie könnte dieser Prozess von, wir sichern was mit Bitcoin ab, warum macht es das Netzwerk sicherer? Viele behaupten, der Bitcoin-Preis hängt von den Minern ab. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge der Ökonomen, die keine Ahnung haben, was hier passiert. Die Wahrheit ist folgendes.
Wahrheit ist, dass wir ein Feature haben. Das Feature nennt sich kleine Blöcke. Das Feature nennt sich maximal 4.500 Transaktionen pro Block. Das Feature nennt sich 7 TPS. Viele meinen, Bitcoin ist veraltet, weil er so wenig Transaktionen ermöglicht. Ich behaupte nicht nur, ich weiß es felsenfest, Bitcoin ist so sicher, weil er so langsam ist. Und ich erkläre euch jetzt, wie das zustande kommt. Wenn wir große Blöcke hätten, würden viele Transaktionen reingehen. Das Netzwerk würde aufblähen, das Netzwerk würde unsicher werden. Wir würden vielleicht ein bisschen mehr Anreiz schaffen, durch viele Transaktionen und günstige Transaktionsgebühren möglichst viele Miner in das Netzwerk zu kriegen. Aber wir haben ein Riesenproblem. Wir machen das Netzwerk wieder schwach. Viele Transaktionen kosten Sicherheit. Das heißt, je weniger Transaktionen wir haben, desto mehr kitzeln wir die letzten Prozente aus der Sicherheit raus, die man rausholen kann. Wie dieser Autotuner, der sein Golf 2 auf 1500 PS bringt. Der geht noch hin und kratzt noch den letzten Lack von seiner Heckstoßstange runter, nur um zu gewährleisten, dass er noch das letzte Fünkchen Prozent an Performance da rausholen kann. Genau deswegen kann ich die Leute verstehen, die sogar sagen, wir brauchen keine größeren Blöcke bei Bitcoin, wir brauchen kleinere Blöcke. Was würde das... Ich habe auch ein Argument dagegen, keine Sorge. Aber was würde das bedeuten? Das würde Folgendes bedeuten. Wir werden irgendwann den Punkt erreichen, da kostet eine Bitcoin-Transaktion 10.000, 100.000, 10 Millionen Euro oder Dollar. Und ihr werdet sagen, dann können wir doch Bitcoin gar nicht mehr nutzen. Wenn ihr heute auf die Straße geht, habt ihr das dabei. Kommt euer Chef zu euch, gibt euch, keine Ahnung, sagen wir mal irgendeinen Wert, 2000 Euro im Monat, gibt er euch das bar auf die Hand, er überweist es an die Bank. Und warum? Weil es dort sicher ist. Ihr hebt 100 Euro ab oder 200 Euro und tragt die am Körper mit euch rum. Bitcoin wird niemals skalieren im Mainlayer. Nie. Und das ist gut so. Wisst ihr, wer skalieren wird? Die werden skalieren. Die werden skalieren. Okay? Die alle werden skalieren. Das Ganze wird wie folgt aussehen. Aus dem hier wird das hier. Wird das hier. Und das bedeutet, wir werden ein riesen interoperables Netzwerk bekommen, wo sämtliche Chains miteinander arbeiten. Aber eins wird die Sicherung bieten. Bitcoin. Und alle werden über Bitcoin gesichert. Bitcoin ist die Hütte. Die ganzen Second-Layer-Technologien, heute bekannt als die Altcoins, die eigene DLTs betreiben, sind die Gegenstände, die wir da reinlegen. Die Gegenstände, die wir absichern mit Bitcoin. Das alles hier. Kennt ihr schon WBTC auf Ethereum? Bitcoin werden gelockt in der Mainchain und gehen rein ins Ethereum-Netzwerk. Ich kann sie dort günstig verschicken. Hier. Wisst ihr, wer das noch macht? Die hier machen das. Liquid. Bitcoin von der Mainchain in Liquid rein und dann geht es schnell weiter. Bitcoin und Liquid haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Liquid ist ein komplett eigenes Netzwerk. Die bilden nur Bitcoin als Token ab, so wie Ethereum jetzt auch. Was macht Liquid zum Second Layer und Ethereum nicht? Gar nichts. Ethereum ist damit, dass es WBTC anbietet, zum Second Layer für Bitcoin geworden.
und alles, was bei Ethereum jetzt passiert, mit Bitcoin sichert das Bitcoin-Netzwerk. Und warum? Weil irgendwann werden wir nur aus Second-Layer-Technologien es schaffen, dass wir mehr als diese 7 TPS bei Bitcoin füllen. Wir werden keine Transaktion mehr als Mensch auf der Bitcoin-Mainchain machen. Die Bitcoin-Mainchain wird von großen Smart Contracts, von DLTs benutzt, um Werte abzusichern. Eine Transaktion wird Millionen kosten und Millionen Werte in einem anderen Netzwerk absichern. 1 Million Menschen wollen ihr Geld in ein Second Layer bringen. Dann ist das eine Transaktion bei Bitcoin und 1 Million Adressen im anderen Second Layer, die sich füllen. 1 Million Leute teilen sich die Transaktionsgebühren von 100.000 Euro. Ist für jeden 10 Cent. Der Anreiz für die Miner wird der sein, dass umso mehr Second-Layer-Technologien versuchen, in das Netzwerk zu kommen, immer mehr Transaktionen reinkommen von wirklich großen Konglomerats. Das hier, und zwar das hier, viele Transaktionen machen, damit die Bitcoin-Blöcke füllen, damit die Transaktionskosten in die Höhe pumpen, damit den Anreiz für die Miner schaffen. Die Miner sichern mit jeder weiteren Anwendung das Bitcoin-Netzwerk. Jeder Miner tut das. Das Bitcoin-Netzwerk wird gesichert durch die Anwendungen, die darauf aufbauen. Und wenn ich will, dann gehe ich jetzt hin und schreib für IOTA einen Smart Contract und bei Bitcoin einen Smart Contract, der Bitcoin hier lockt. Und sie in das IOTA-Netzwerk bringt und ich dort meine Bitcoin für umsonst durchs Netzwerk in Form von Color Tokens schicken kann, die ich als Bitcoin angemalt habe und irgendwo anders schreibe ich dann einen Smart Contract, die die Color Token Bitcoin von IOTA wieder wegmachen, die Farbe, Bitcoin runterstreichen und mir dafür Color Token oder Coins oder Token auf der Tron Chain geben, die Bitcoin sind. Und ich werde Bitcoin überall außerhalb des Main Layers verschicken können und trotzdem sind meine Bitcoin in der Main Chain abgesichert. Daraus ergibt sich jemand ein Ball, ein Riesenball, wo die ganze Welt drauf abgesichert wird. Wir reden nicht nur von DLTs, wir reden von allem, was passieren wird. Viele meinen, ein Projekt wird alles verdrängen, das stimmt nicht. Bitcoins Vision ist es nicht zu skalieren. Dass Bitcoin nicht skaliert, ist ein Feature und kein Nachteil. Und jetzt zurück zum Anfang, was viele sagten. Jedes Projekt hat seinen Schwerpunkt und das sehe ich so. Kein Projekt, nichts auf dieser Welt, kein Asset, kein Rohstoff wird so stabil, so wertvoll und so notwendig sein wie Bitcoin. Bitcoin wird mit jeder Anwendung, die kommt, auf dem schmalsten möglichen Grad, auf dem höchsten Effizienzlevel, mit Energie gefüttert. Energie, die notwendig ist, um Sicherung zu bringen, weil Energie allem zugrunde liegt. Nur mit Energie sichern wir ab. Mit nichts anderem. Das ist das reinste Gut, was wir haben. Du willst Wasser trinken, weil dein Körper Wasser braucht? Du kannst Cola trinken. Aber dann trinkst du nicht das reine Wasser. Wenn du Flüssigkeitszufuhr willst, ist Wasser das reinste, was du trinken kannst. Energie ist das Reinste, was wir zur Absicherung haben. Reiner geht es nicht. Und
viele haben jetzt Angst und sagen, ja, aber China hat doch die meiste Rechenleistung. Ja, einzelne Miner. Viele kommen an und sagen, ja, aber die Mining Pools in China. Gott, oh Gott, die verdammten Mining Pools. Wusstet ihr das hier? Wer kennt diese Thematik? Wer kennt noch GHASH.io? 2014 hat GHASH.io ein Mining Pool. Ein Mining Pool. 51% Hashrate gehabt. Jetzt meine Frage an euch. Ist die Situation besser oder schlechter geworden? Ich würde mal sagen, die Situation ist besser geworden, oder? Wir haben nämlich keinen Pool mehr, der 51% Hashleistung hat. Warum labert ihr von Zentralisierung des Bitcoin? Und mit ihr meine ich nicht euch. Mit ihr meine ich die Kritiker. Bitcoin dezentralisiert sich doch gerade wieder. Bitcoin ist doch dabei, wieder auseinander zu driften. Nicht zu zentralisieren. Schaut mal hier. Stratum V2 und es gibt viele weitere Protokolle, die gerade entwickeln. Stratum V1, Leute, ist das Mining-Protokoll, womit gerade die ganzen Mining-Pools arbeiten. Slush-Pool und alle. Und das hier ist das neue Protokoll, das kommt. Und wisst ihr, was das macht? Das nimmt die Macht von den Mining-Pools. Da kann ein Pool 100% Hash-Leistung haben. Und er kann trotzdem nicht betrügen, weil die Entscheidung, welche Transaktionen abgearbeitet werden, zurück an die Miner gegeben werden. Und die Miner-Hash-Power ist extrem verteilt. Und selbst wenn sie zu großen Teilen in China liegt, die ist verteilt über das ganze Land. Man kann die teilweise nicht einmal orten. Selbst die chinesische Regierung weiß nicht, in welchen Buden wird Rechenleistung benutzt. Häufig sogar Rechenleistung aus erneuerbarer Energie, die neben einem Kraftwerk, Wasserkraftwerk oder sonst was ist. Oder Windkraft oder so. Wie dem auch sei, darum geht es jetzt nicht. Es geht letzten Endes darum, dass wir diese Energie eh brauchen. Bitcoin ist dieser Golf 2 auf 1500 PS. Bitcoin ist das Ding, was weltweit die Sicherheit auf ein Level gehoben hat, wie sie noch nie da war und nie wieder sein wird. Bitcoin nimmt reine Energie und verwandelt sie mit einem so schmalen Protokoll wie nur möglich in reine Sicherheit. Das, Leute, ist der Kern von allem. Und alles andere wird darauf aufbauen. Ich sehe keinen Krieg der DLTs. Ich sehe ein so großes Geflecht von Technologien, Permission-Technologien wie Hyperledger, freien Technologien wie IOTA oder Cardano oder sonst was. Und ich sehe eine Verknüpfung zwischen all diesen Projekten. In dem Moment, wo ich vielleicht hingehe und sage, ja, wenn mir der DLT von einem Cardano oder einem IOTA nicht so sicher ist, naja, dann schreibe ich meine Informationen, meinen Ledger State eben bei Bitcoin rein. Auf einmal wird Bitcoin zum Second Layer für diese Sachen, aber zur Absicherung. Bitcoins Aufgabe war sicher zu sein, nicht zu skalieren. Bitcoin hat diese Aufgabe auf einem Level geschaffen, wie sie nichts anderes auf der Welt jemals wieder schaffen kann. Und wenn jemand was Effizienteres findet als ASIC-Miner, um Energie in das Netzwerk zu führen, wenn er etwas Effizienteres findet als ASIC-Miner, dann hört auf einmal die Zentralisierung der Rechenleistung auf globaler Ebene oder geografischer Ebene China auf und verteilt sich wieder auf den Rest der Welt. Einfach nur, weil jemand noch eine Möglichkeit findet, die Energie noch reiner in den Bitcoin zu führen. Das macht Bitcoin genial. Das, was alle behaupten, Bitcoin wäre veraltete Technologie, ist eigentlich, dass Bitcoin die schmalste Technologie ist und das ist sein bestes Feature. Ich gebe euch hier nochmal was mit. Es gibt eine Funktion bei Bitcoin, die nennt sich Pay-to-Fake-Key-Hash. P2FKH. Pay-to-Fake-Key-Hash. Bei Bitcoin gibt es etwas, das nennt sich
Bitcoin gibt es etwas, das nennt sich Script. Oder eine Script-Funktion. Sekunde, Entschuldigung. So sieht das Ganze aus, okay? Und bei Script ist es so, dass ihr ganz viele verschiedene OP-Codes habt, die ihr bei Bitcoin verwenden könnt. Und diese OP-Codes sind zum Beispiel dafür da, sowas wie SegWit überhaupt zu nutzen. Also beziehungsweise hinzugehen und zu sagen, ja, ich mache so eine Art Time-Lock-Smart-Contract auf Bitcoin, um eben sowas wie Liquid oder Lightning oder so zu benutzen. Also ihr müsst immer so eine... Also das kam halt erst mit SegWit, diese Möglichkeit. Ihr müsst aber genau das nutzen können, um eben eure Bitcoin in das Lightning-Netzwerk oder das Liquid-Netzwerk oder später irgendein anderes dieser Netzwerke. IOTA oder was weiß ich. IOTA kann der transportierende Layer für all das sein. Die Sicherheit bringt Bitcoin. IOTA bringt die Transportgeschwindigkeit. Kostenlos. Kostenlos, Leute. Versteht ihr? Für mich ist der Punkt, dass das hier, genau das hier ermöglicht. Pay to fake key hash. Nicht to pay to script hash, womit man eben einen Smart Contract macht, der die Bitcoin lockt, die immer wieder freigegeben werden, sondern ich bezahle und die Bitcoin, die ich bezahle, sind für immer verloren. Da kommt keiner mehr ran. Ich kann also den minimalsten Anteil nehmen und damit anfangen, Speicher in Bitcoin zu nutzen. Und wir sehen, das ist relativ teuer. Wir sehen, für 2,59 MB sind es, glaube ich, 129.000 UTXOs. Glaube ich. Ist auch egal. Es geht hier nicht um die Datenvielfalt. Es geht vor allem dafür oder darum, dass wir die Möglichkeit haben. Es ist extrem teuer. Aber wir teilen uns diese Funktion mit vielen, vielen tausenden anderen Leuten. Und hashen eben und sichern damit unsere Balances. Okay? Was ich euch hier erzähle, ist nichts, was ich jetzt neu herausgefunden hätte oder so. Das versuche ich euch zu erzählen, seit ich den Kanal habe. Ich erzähle euch immer wieder, für mich ist Bitcoin die Nummer 1, aber ich sehe alle anderen Technologien. Ich erzähle euch auch schon lange, und die Leute, die das verfolgen, wissen das, dass ich irgendwann eine Interoperabilität aller Chains sehe. Ich sehe irgendwann eine Verbindung zwischen allen Chains. Und ich sehe nicht, dass wir dafür zum Beispiel ein Chainlink brauchen. Ich sehe genau das hier. Ich sehe, dass alle Projekte direkt miteinander verbunden sind. Das sehe ich. Weil diese grünen Striche waren nur zum Beispiel. Diese grünen Striche gehen auch auf jedes Projekt direkt. Ja? So ist ein Ethereum da mit einem IOTA verbunden und mit einem Tron und mit einem EOS und mit Neo und Cardano und alle untereinander und alle anderen, die wir haben, auch. Aber wir bauen einen Ball mit einem harten Kern und dann gehen wir hin mit sowas wie Wolle und wickeln einen riesen Wollball auf. Und nach außen wird er immer weicher, immer weicher. Und der muss vielleicht gar nicht so strong sein. Für mein Rollenspiel, mein Computerspiel, brauche ich vielleicht extrem schnelle Transaktionen, aber ich brauche nicht so viel Sicherheit. Das heißt, ich gehe hin und sichere schon allgemein die Funds alle einmal ab. Ich bin in Layer 730 und nach innen hin werden die Layer immer stronger und immer teurer und immer sicherer. Und den Kern bildet Bitcoin. Bitcoin wird der Kern eines unfassbar großen, vernetzten, neuen Netzwerks. Einer Vermaschung, die so gewaltig ist, dass ihr das Ausmaß euch noch gar nicht vorstellen könnt. Wir werden die gesamte Welt darüber absichern können. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles.